Was? Wo bin ich hier? Was? Er will wissen, wer du bist. Ich bin Adiator. Und wer seid ihr? Warum habt ihr mich gejagt? Oder wer seid ihr überhaupt? Und wer bist du eigentlich? Okay, chill, lass mich das machen. Wir sind ein Schamanenstamm und du bist in unseren Dschungel eingedrungen. Und ich bin ihr Dolmetscher. Oh, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass... Ja, chill. Gleich darfst du. Was hat er gesagt? Er will dich essen. Hallo? Nein! Lass mich einfach gehen und ich komm nie wieder. Ich erzähle auch niemandem was davon. Okay. Unter einer Bedingung. Ja, alles. Mach endlich den zweiten Schamanen-Werbespot. Okay, aber ich hab keine Ahnung von Schamanen. Kein Problem, wir helfen dir. Schönen guten Hallo. Haben Sie das Bedürfnis, in der Theorie komplett overpowered zu sein, aber in der Praxis so hart genervt zu werden, dass andere Klassen mithalten können? Dann ist der Schamane die richtige Klasse für Sie. Der Schamane ist eine sehr vielseitig einsetzbare Klasse. Mit astraler Rückruf hat er einen Bonus Ruhestein. Mit seiner Fernsicht kann er nicht nur nahezu grenzenlos in die Ferne sehen, sondern bisher noch unentdeckte Orte finden. Er ist Meister der Elemente. Zumindest solange er nicht Thrall heißt, der als einziger Schamane seine Kräfte nicht gegen Garrosh verwenden konnte. Er besitzt einen Geisterwolf, mit dem man schneller ist als viele andere Klassen, sofern man es mit der durchschnittlichen Geschwindigkeit von mehreren Tagen berechnet. Der Schamane kann außerdem... er kann... Kampfrausch. Hä, was für Kampfrausch? Sieht das aus wie ein Bosskampf? Oh nein, du Trottel. Der Schamane kann auch Kampfrausch. Oh. Oder ein Gewitter, um Tanks abzufacken. Aha, okay. Oh, Reinkarnation. Ja. Er besitzt die Macht über Feuerelementare, Erdelementare, Sturmelementare. Und Wasserelementare. Nein, das war der Magier. Oh, also beherrschen Schamanen nicht das Element des Wassers? Doch. Und warum kann dann nur der Magier Wasserelementare beschwören? Was weiß ich? Warum rede ich überhaupt für dich? Du sollst doch den Werbespot machen. Ja, natürlich. Schamanen unterteilen sich auf Elementarschamanen, die keinen Wasserelementar beherrschen können, Verstärkerschamanen, die laut Beschreibung totemische Krieger sind. Also gehe ich mal davon aus, dass sie mit Hilfe von vielen Totems... Eines Totems. Was? Verstärker haben nur ein Totem für den Kampf. Junge, wie bescheuert ist das denn? Warum spielt man denn Schamane, wenn man nicht mal... Oh, ja, okay, ich mache ja schon weiter. Also, wie gesagt, ein Elementarschamane ohne Wasserelementar, ein totemischer Verstärkerschamane mit nur einem Totem und zu guter Letzt ein Wiederherstellungsschamane, der... Mann, was denn jetzt? Er will jetzt sprechen. Ich halte das für keine gute Idee. Er ist Heiler Main, also darf er auch über den Heiler berichten. Hey, das soll kinderfreundlich bleiben, ja? Ich hab meinen Teil erfüllt, oder? Also ich gehe dann einfach mal, okay? Schau, haut rein!